Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Joint Academy Day ÖAW Leopoldina, sehr geehrter Kollege Haug, hohe Akademien, werte Gäste, lieber Rudi Anschober, Bundesminister AD, wir haben uns gut gleich am Anfang unterhalten. Ich begrüße alle Anwesenden und besonders klarerweise die Repräsentanten und Repräsentantinnen der Leopoldina, eine unserer wichtigsten Schwesternakademien im deutschsprachigen Raum. Der Leopoldina ist es gelungen, in der Corona-Zeit ihr Ansehen und ihre Bekanntheit zu steigern. Ihre Stellungnahmen wurden diskutiert und von der damaligen Bundeskanzlerin Merkel auch immer wieder hervorgehoben, positiv hervorgehoben. Auch in Österreich wurde das vernommen und ab und zu tauchte auch die Frage auf, warum verhält sich die ÖAW nicht ähnlich? Die ÖAW hat damals einen anderen Weg beschritten. Sie hat wissenschaftliche Erkenntnisse weitergegeben. Sie war im Bereich der Sequenzierung österreichischer Pionier und hat eine unglaublich wichtige Arbeit bei der Analyse des Verlaufs der unterschiedlichen Virusvarianten geleistet. Ich denke an den Kollegen Berghammer vom CEM, an Ulrich Elling vom IMBA. Aber sie hat sich mit politischen Ratschlägen zurückgehalten. Die Begründung der anderen Vorgangsweise hat mich ein klein wenig abgelenkt, denn ich bin noch immer bei meinen Grußworten. Ich heiße Sie sehr herzlich hier im Festsaal der ÖAW willkommen. Dieser Festsaal war ja früher das Audi Max einer verglichen zu heute sehr viel kleineren Universität, nämlich der alten Universität, wie wir sie nennen, die eng auch mit dem benachbarten Jesuitenkolleg verbunden war, über mehr als 200 Jahre. Auf Einladung Kaiser Ferdinands, dem die Reformation Mitte des 16. Jahrhunderts ein klein wenig zu weit ging, kamen damals die Jesuiten nach Wien und übernahmen nach und nach die Universität. Und sie hielten auch die Universität fast über 200 Jahre. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie, die Universität, wieder zu einer weltlichen Einrichtung. Damit bin ich eigentlich beim Thema, nämlich die Rolle der Wissenschaft im öffentlichen Diskurs und damit zwangsläufig bei der Frage von Nähe und Ferne von Wissenschaft und Politik. Und das ist ein zentrales historisches Thema und auch eine Fragestellung. Ich möchte Ihnen noch zwei weitere Beispiele geben, wie dieses Verhältnis von Wissenschaft und Politik in Extremis gleichsam aussehen kann. Sie wissen, ein Jahr nach Gründung der Akademie der Wissenschaften, also 1848, brach die bürgerliche Revolution aus und die ÖAW äußerte sich lange nicht zu den politischen Rahmenbedingungen. Die Akademie gibt kein Lebenszeichen von sich, wurde ihr damals von Zeitgenossen vorgeworfen, obwohl sie das jüngste geistige Institut dieses Landes ist, ist sie doch schon so alt. Und die Männer der Wissenschaften, so die Zeitgenossen weiter, sind selten Männer der Tat. Ich lese das alles aus der Akademie Geschichte, Band 1, Seite 109. Nach dem sogenannten Anschluss von 38 war es ganz anders wie Feichtinger und Mazzol in ihrer neuen Akademiegeschichte die Situation beschreiben. Innerhalb kurzer Zeit wurde die bisherige Leitung abgesetzt, Mitarbeiter jüdischer Herkunft entlassen und eine neue Satzung ausgearbeitet, die das Führerprinzip in den Dienste der Akademie stellte und auch sogenannte Reichsbürger nur diese zur Wahl zuließen. Sie merken, meine Damen und Herren, Nähe und Ferne zur Politik sind ganz zentrale Kategorien der Verortung. Und diese Kategorien reichen einmal von unmittelbarer Distanzlosigkeit zur Politik bis hin zur großen Distanz. Zu nah droht das politische Verglühen, zu weit entfernt die politische Bedeutungslosigkeit. Das Finden der richtigen Distanz, das ist eine immanente Aufgabe einer Institution insgesamt und klarerweise das Finden der richtigen Distanz
auch eine immanente Aufgabe der Forschenden selbst. Ich wechsle meine Betrachtungsebene, nicht die Institution stelle ich im Vordergrund, sondern jetzt sage ich etwas über die Forschenden selbst. Und ich beginne mit einem kurzen Zitat. Viele meiner Kollegen haben das unstillbare Bedürfnis, in der Nähe der Politik zu sein. Die Politik wiederum hat sehr oft das Bedürfnis, die Wissenschaft als Hilfstruppe einzusetzen. Werner Welzig, langjähriger Akademiepräsident, hat es vor vielen Jahrzehnten gesagt und es war und ist sehr treffend. Was er empfiehlt, ist Zurückhaltung. Wir Wissenschaftler, sagt er, müssen Respekt haben vor dem, was Politiker tun. Und Sie, die Politiker wiederum, sollen uns durchaus einsetzen, aber nicht unmittelbar für tagespolitische Zwecke. Ein gewisser Abstand von beiden Seiten ist für beide Seiten hilfreich. Ich kann dem aus meiner politischen Erfahrung nur zustimmen. Ein kluger Satz von Werner Welzig. Als ein die Politik über viele Jahre hinweg beratender Wissenschaftler in Fragen von Migration und Integration war mir und meinen Kollegen der Abstand immer wichtig. Und gleichzeitig scheuten wir uns auch nicht, politisch relevante Fragen aufzugreifen. Wie geht man beispielsweise mit neu zugewanderten Kindern um, die kein Deutsch sprechen und möglichst rasch schulisch integriert werden sollen? Das ist eine schwierige Frage und die Wissenschaft selber ist sich nicht auch einig, wie man hier vorzugehen hat. Umso mehr galt es damals und gilt es weiterhin, kritische und selbstkritische Positionen zu hinterfragen, empirische Fakten zu sichern, aber auch politische Vereinnahmungen zu vermeiden. Und man kann als Wissenschaftler sicherlich auch Unsicherheiten bekennen, das wissen wir noch nicht. Da muss noch geforscht werden, um Klarheit zu erlangen. Und am Ende unseres Beratungsprozesses standen auch immer politische Optionen. Also das kann getan werden oder jenes kann getan werden, aber nie ein so und nicht anders muss es geschehen. Ich erinnere mich auch noch gut an die schwierige Pandemiezeit. Ohne Wissenschaft hätte ich als verantwortlicher Minister im schulischen Bereich nicht agieren können. Wir implementierten damals mit Hilfe der Uni Innsbruck und der TU Wien die Abwasseranalysen flächendeckend, um frühzeitig einen Überblick über die Situation der Infektion zu bekommen. Wir konnten damals auch gegen gewisse Widerstände das Impfregister mit dem Melderegister verknüpfen, um zu sehen, wie schaut es denn letztlich aus mit der Impfneigung unserer Lehrer und Lehrerinnen. Und wir setzten auch sehr früh flächig und systematisch Antigentests ein in den Schulen, um die Weitergabe des Virus zu verlangsamen, um aber auch klarerweise den Eltern eine gewisse Sicherheit zu geben. Wir kontrollieren und wir lassen ihre Kinder nicht vollkommen schutzlos und unkontrolliert in der Schule. Das hat alles mit der Wissenschaft extrem gut funktioniert. Ich erinnere mich aber auch, und das muss ich auch dazu sagen, an zahlreiche Zurufe über Twitter oder über Interviews, was ich eigentlich wirklich und richtig zu tun hätte. So und nicht anders müsste politisch gehandelt werden, meinten manche forschende und fordernde Kollegen. Dabei hat mich immer die fehlende politische Einschätzung, was eigentlich machbar ist im System, sehr verblüfft. Ein Gesundheitsökonom eines angesehenen Instituts verlangte immer wieder eine Zero-Covid-Policy. Aber nicht einmal in einem Überwachungsstaat wie China ist eine Zero-Covid-Policy, wie man jetzt sieht, längerfristig durchsetzbar. Ein Mikrobiologe verlangte bei jeder Gelegenheit eigentlich, das Schließen der Schulen wäre die beste Variante, ohne aber auch die sozialen und psychischen Folgen für Kinder zu berücksichtigen. Und an eine Bildungswissenschaftlerin konnte ich mich auch noch erinnern, die gesagt hat, eigentlich müssten wir um die nächste Welle, die in den nächsten paar Tagen oder Woche bevorsteht, eigentlich für alle Klassen Luftreinigungsgeräte anschaffen.
Ohne dass sie aber letztlich wusste, was wirken wirklich Luftreinigungsgeräte und ohne auch die Tatsache zu kennen, dass wir 58.000 Klassen in der Schule haben und ich nicht zum nächsten Geschäft gehen kann und sagen, bitte geben Sie mir möglichst verpackt und frei geliefert nach Haus 58.000 Luftreinigungsgeräte. So und nicht anders ist eine politische Haltung, aber keine wissenschaftliche. Dennoch ist sie von Kollegen aus der Wissenschaft immer wieder vertreten worden. Der Rollentausch des Wissenschaftlers, der sich plötzlich zum Politiker aufschwingt, ist meines Erachtens ebenso abzulehnen wie ein Politiker, der plötzlich so tut, als ob er der bessere Wissenschaftler wäre. Politik gehört nicht in den Hörsaal und die Wissenschaft nicht auf die Straße. Max Weber, Sie erkennen das sofort. Diese, finde ich, wichtige Abgrenzung, was soll Politik machen und was soll die Wissenschaft machen, ja, das ist doch der zentrale Kern der Wiener Thesen der Politikberatung. Wir haben sie gemeinsam mit der Leopoldina ausgearbeitet und verabschiedet. Und von den insgesamt 9 Thesen erläutere ich nur ganz kurz die ersten beiden, weil sie eben genau zu dem passen, was ich gerade gesagt habe. Die erste These ist ja gleichsam die Aufforderung, und sie lautet, Wissenschaft soll in der Beratung von Politik und Gesellschaft als ehrlicher Makler agieren. Sie soll eben auch, besonders wichtig, keine eigene politische Agenda vertreten, denn Wissenschaft und Politik sind autonome und voneinander unabhängige Systeme. Wissenschaft soll als ehrlicher Makler des Wissens unterschiedliche Optionen, aber auch des Nichtwissens oder der Unsicherheit aufzeigen. Wer das macht, entgeht eben genau der Versuchung, die manche Wissenschaftler auch haben, so und nicht anders muss es geschehen. Und nur dann wird es möglich sein, die politische Entscheidung dort zu belassen, wo sie hingehört, nämlich in die Sphäre der Politik. Das führt auch zur zweiten These, Wissenschaft soll informieren, aber nicht legitimieren. Ziel der Wissenschaft kann es nicht sein, der Politik ihre Entscheidung und Handlungskompetenz streitig zu machen. Wissenschaft sollte die Politik so umfassend wie nötig informieren, aber so wenig wie möglich legitimieren. Der Prozess kann in akuten Krisenzeiten ein bisschen anders ablaufen und ein bisschen schneller, muss wahrscheinlich auch so sein. Aber dieses grundsätzliche Wissenschaft hat ja eine andere Funktion, keine legitimierende Funktion, eine beratende Funktion bleibt aufrecht. Ich finde das auch demokratiepolitisch deswegen so wichtig, weil mich als vielleicht pragmatisierten Beamten kann das Elektorat nicht abwählen, wenn ich falsche Ratschläge der Politik gebe. Politik kann abgewählt werden und Karl Popper hat immer darauf Wert gelegt, das ist eine wunderbare Eigenschaft in einer Demokratie. Die weiteren Thesen thematisieren weitere wichtige Gesichtspunkte. Wer bestimmt die Weite oder Enge einer zu bearbeitenden Fragestellung? Das Framing ist eine nicht unerhebliche und nicht unwichtige Angelegenheit. Wie gehen wir mit der erforderlichen Interdisziplinarität um? Das brauchen wir bei Themen. Aber jeder, der Interdisziplinarität schon einmal gelebt hat, weiß, kein einfacher Prozess. Wie transparent muss und soll der Prozess der Generierung einer Expertise sein? Wir werden, glaube ich, über diese Punkte heute noch ausführlicher sprechen. In unserer lesenswerten Akademiegeschichte, fand ich eine Kommentierung über das Agieren der Akademie von 1848. Warum schweigen die weisen Männer der Akademie? Das möchte ich mir und uns nicht nachsagen lassen. Wir schweigen nicht, aber wir überlegen, wie, wann und in welcher Form wir uns zu Wort melden. Und wir reflektieren darüber, nicht alleine, sondern heute mit der Leopoldina zusammen. Das freut mich sehr. Ich danke für Ihr Kommen. Und ich danke Ihnen auch für unser gemeinsames Anliegen. Herzlichen Dank.
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Fassmann, sehr geehrte Mitglieder der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Leopoldina, meine Damen und Herren. Bevor ich Sie alle auch im Namen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zum Joint Academy Day begrüße, möchte ich Herrn Kollegen Fassmann sowie den Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ÖAW meinen herzlichen Dank abstatten für die Initiative, diesen Tag gemeinsam mit der Leopoldina zu gestalten, für die wirklich wunderbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich daran anschloss, und für die wunderbare Gastfreundschaft, mit der Sie uns hier in Wien empfangen haben. Mein Dank schließe ich sehr gerne an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, die trotz ihrer vollen Terminkalender zugesagt haben, auf dem Podium über Wissenschaftskommunikation in Zeiten der multiplen Krise zu diskutieren und dabei ein besonderes Augenmerk auf die wissenschaftsbasierte Beratung zu legen. Lieber Herr Fassmann, mit Ihrer Begrüßung haben Sie unserer Diskussion einen prägnanten Auftakt gegeben und den Joint Academy Day ohne Umschweife in den Kontext der teilweise stark polarisierten Debatte um das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit während der Coronavirus-Pandemie gestellt. Sie haben uns einen ersten Einblick in die schwierige Entscheidungssituation gegeben, in der Sie sich als Minister während der Pandemie befanden. Ihre Schilderung hat mich an ein Bonmot erinnert, das der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau gerne gebracht hat. Ratschläge sind auch Schläge. Ergänzen möchte ich Herrn Fassmanns Situationsbeschreibung mit einer Skizze der widersprüchlichen Erwartungslage, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenüberstanden, als sie sich in der Politikberatung zur Pandemie engagiert haben. Da war einerseits ein steigender Erwartungsdruck zu verzeichnen. Wenn die Wissenschaft die verlässlichste Quelle unseres Wissens über die Pandemie und den voraussichtlichen Erfolg von Gegenmaßnahmen ist, warum spricht sie dann nicht mit einer Stimme, um der Politik klare Vorgaben für sinnvolle Gegenmaßnahmen zu machen? Wieso sorgt die Wissenschaft nicht dafür, der Politik den Entscheidungsspielraum zu nehmen? Muss es nicht ganz simpel heißen, follow the science? Damit wurde also genau die Rollenübernahme gefordert, die Sie, lieber Herr Fassmann, in Übereinstimmung mit der zweiten These unseres gemeinsamen Papiers gerade zu Recht abgelehnt haben. Würde eine Akademie sich als politisches Entscheidungsgremium missverstehen, müsste sie letztendlich ihre Unabhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Einzelinteressen aufgeben. Weil die Wissenschaft frei ist, indem sie den eigenen Kriterien der Qualitätssicherung folgt, darf sie nicht darauf abzielen, anstelle der Politik Entscheidungen zu treffen, denn dadurch würde sie vorrangig all den außerwissenschaftlichen Verpflichtungen folgen müssen, die direkt an politische Verantwortung in demokratischen Gesellschaften geknüpft sind. Politikberatende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren während der Pandemie aber auch einem anderen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Wie können Sie sich überhaupt erlauben, trotz der fehlenden Einstimmigkeit zwischen den Fachleuten Empfehlungen darüber auszusprechen, welche Maßnahmen die Politik gegen die Pandemie beschließen soll? Setzt sich die Wissenschaft damit bewusst über die Grenzen ihres legitimen Handlungsbereichs in einer Demokratie hinweg?
soll damit eine Expertokratie etabliert werden. Dieser Verdacht verkennt, dass die Freiheit der Wissenschaft und die damit einhergehende Unabhängigkeit von der Politik keineswegs verbieten, den jeweiligen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und darauf aufbauende Handlungsempfehlungen mit der Absicht zu kommunizieren, die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu beeinflussen. Die Wissenschaftler unterliegen dabei allerdings einer Verpflichtung, die sich aus der 6. und 7. These unseres gemeinsamen Papiers erfolgt. Lege deine Voraussetzungen möglichst umfassend offen, argumentiere nachvollziehbar und formuliere deine Schlussfolgerungen so eindeutig wie möglich. Nicht nur in der Pandemie, sondern auch krisenhafte Entwicklungen wie der Klimawandel machen den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Alltag erfahrbar, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und wissenschaftsbasierte Ratschläge sich nicht nur auf politische Entscheidungsprozesse, sondern auch auf die Lebensführung im privaten Bereich auswirken können. Was früher nur an der Hand von zwar ebenfalls wichtigen, aber doch spezielleren und technologiefokussierten Themen wie die Atomenergie und der Gentechnik in engagierten Kreisen diskutiert wurde, ist nun Gegenstand eines breiten gesellschaftlichen Diskurses geworden. Darauf müssen wir uns in unserer gesamten Wissenschaftskommunikation und in unserer wissenschaftsbasierten Beratung von Politik und Öffentlichkeit einstellen. In meinem Vortrag nachher werde ich versuchen, Ihnen einige der daraus folgenden Konsequenzen darzulegen. Meine Damen und Herren, die 9. These unseres gemeinsamen Papiers lautet: Akademien sollen Foren kritischer Wissenschaftsreflexion sein. Der Joint Academy soll ein solches Forum bieten, und ich bin guter Dinge, dass unsere beiden Akademien über den heutigen Tag hinaus einen engen Austausch über unsere jeweiligen Erfahrungen bei der Wissenschaftskommunikation und der wissenschaftsbasierten Beratung führen werden. Die Einstellung, mit der wir unseren Akademiedialog in die gesellschaftliche Debatte um Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik einbringen sollten, hat womöglich Robert Musil schon vor 100 Jahren folgendermaßen charakterisiert. Ich zitiere: Ich bin nicht nur überzeugt, dass das, was ich sage, falsch ist, sondern auch das, was man dagegen sagen wird. Trotzdem muss man anfangen, davon zu reden. Die Wahrheit liegt bei einem solchen Gegenstand nicht in der Mitte, sondern rundherum wie ein Sack, der mit jeder neuen Meinung, die man hineinstopft, seine Form ändert, aber immer fester wird. Zitat Ende. Bin gespannt, welche Form dieser Sack am Ende unseres Joint Academy Days angenommen haben wird, und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Präsident Haug. Sie haben es bemerkt, das waren natürlich nicht nur Grußworte, sondern wir sind unmittelbar in die Tiefe einer für die Wissenschaft wirklich wichtigen Frage angelangt. Das ist für die Akademien wichtig, aber auch für die Universitäten sind das wichtig. Wo stehen wir und wie schaut dieses Verhältnis von Nähe und Ferne zu politischen Entscheidungsträgern aus? Darf ich nun unsere Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse, Christiane Wendehorst, bitten, sozusagen die Einleitung zum Hauptvortrag uns preiszugeben. Danke.
Sehr geehrte Herren Präsidenten, hohe Akademien, werte Gäste, seit 2018 organisiert die ÖRW die sogenannten Joint Academy Days auf jährlicher Basis zusammen mit einer oder gleich mit mehreren ausländischen Wissenschaftsakademien. Was ist der Zweck dieser Akademientage? In den Gelehrtengesellschaften und Forschungseinrichtungen, Akademien und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja immer verbunden. Sie arbeiten zusammen, sie tauschen sich auch länderübergreifend aus. Aber die Akademien als Institution wird dabei viel zu selten in den Vordergrund gerückt und für das Knüpfen von Kontakten genutzt. Und mit den Akademietagen möchten wir institutionalisierte Begegnungsmöglichkeiten für Angehörige der Akademien schaffen. Auf diese Weise können die Akademietage die internationalen Beziehungen auf eine neue Ebene heben, nicht mehr beschränkt auf Kontakte zwischen Präsidien, zwischen individuellen Forscherpersönlichkeiten, sondern eben ein Zusammenkommen im größeren Raum. Und vergangene Joint Academy Days wurden mit der Königlichen Niederländischen Akademie der Wissenschaften, den Wissenschaftsakademien der Visegrad 4 Länder und der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste sowie nach einer pandemiebedingten Auszeit mit der Royal Society of Canada durchgeführt. Bei der Auswahl des Themas für den heutigen Joint Academy Day mussten wir nicht lange suchen. Der Themenschwerpunkt Wissenschaftskommunikation und wissenschaftliche Politikberatung ist nicht nur für beide Wissenschaftsakademien, sondern für beide Länder, Deutschland und Österreich, gleichermaßen wichtig und derzeit hochaktuell. Und schnell stand auch fest, dass diese Diskussion für einen möglichst breiten Raum geöffnet werden muss. Wir wollen nicht nur Mitglieder beider Akademien hier an der Diskussion teilhaben lassen, wir wollen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob sie in einer Forschungseinrichtung oder einer Verwaltung tätig sind, wir wollen andere wissenschaftliche Institutionen, wir wollen Angehörige der Bundesministerien, der breiten Öffentlichkeit gerade hier einladen, heute mit uns zu diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen hier im Raum sitzen und ich kann Sie nur dazu einladen, nachher noch im Q&A-Teil tatsächlich aktiv auch gemeinsam mit uns zu diskutieren und die Kaffeepause auch für Diskussionen zu nutzen. Bevor ich jetzt auf den Hintergrund des heutigen Themas noch einmal eingehe und vor allem, und das ist eine meiner vornehmsten Aufgaben hier, den Vortragenden der Keynote-Lecture näher vorstelle, möchte ich noch ganz kurz die Schnittstellen zwischen beiden Akademien beleuchten. In dem seit Juli 2022 amtierenden neuen Präsidium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, dem auch ich die Ehre habe anzugehören, gehören mit Vizepräsidentin Ulrike Diebold, 2015 zum Mitglied der Leopoldina gewählt, und dem Präsidenten der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, Wolfgang Baum-Johann, seit 2010 Mitglied der Leopoldina, gleich zwei Präsidiumsmitglieder eben auch der Leopoldina an. Und seit 2016 ist Wolfgang Baum-Johann auch Mitglied im Präsidium der Leopoldina, also sozusagen das lebende Bindeglied zwischen beiden Akademien, und er wird auch nachher die Podiumsdiskussion hier moderieren. Zwischen 2008 und 2016 hatte übrigens auch unser wirkliches Mitglied Georg Stingel bereits diese Funktion inne. Als Gelehrtengesellschaften sind die Akademien auch sonst sehr eng verbunden. Wir haben gezählt, mehr als 70 Mitglieder aus aller Welt gehören tatsächlich beiden Akademien an. Die enge Zusammenarbeit zwischen der ÖRW und der Leopoldina ist darüber hinaus durch gemeinsame Aktivitäten und Forschungsvorhaben erkennbar. In den vergangenen Jahren wurden eine Vielzahl gemeinsamer Veranstaltungen von Mitgliedern der ÖRW und der Leopoldina gemeinsam organisiert. Das Themenspektrum reicht dabei von der Molekularbiologie und Genetik über die Veterinärmedizin bis hin zu den empirischen Wirtschaftswissenschaften, zur Bildungsforschung und zur Registerforschung. Zu den gemeinsamen Veranstaltungen beider Akademien in Wien zählten zuletzt beispielsweise die Wissenschaftskonferenz im Rahmen des dritten Westbalkangipfels im Mai 2016. Heute Morgen haben wir darüber noch einmal gesprochen. Und ebenso erwähnt sei der Vortrag von Regina Riphan, Vizepräsidentin der Leopoldina, im Oktober 2022 bei einer gemeinsamen Veranstaltung von ÖRW und Statistik Austria zu Gründen langfristiger Lohneinbußen infolge von Mutterschaft.
Und schließlich freut es mich besonders, dass die Leopoldina auch zu den Partnerakademien im internationalen Projekt Academies for Global Innovation and Digital Ethics, AGID, gehört, das 2022 begonnen wurde und sich Fragen digitaler Ethik in global vergleichender Perspektive widmet. Meine Damen und Herren, ich muss hier nicht betonen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse entscheidend dazu beitragen, die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu meistern. Sie sind hier, weil sie das wissen. Täglich kommen Forschende zu Ergebnissen, die unmittelbar für die Menschheit relevant sind oder werden können. Wie können wir Krebs heilen? Wie können wir Pandemien eindämmen? Wir haben heute schon davon gesprochen. Wie schaffen wir die Energiewende, die Klimawende? Erkenntnisse aus der Wissenschaft sind für Politik und Gesellschaft wichtig, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und damit steht die Wissenschaft in besonderer Verantwortung, ihre Ereignisse in angemessener Weise zu kommunizieren. Und das leitet gleichsam jetzt den zweiten Schwerpunkt dieses Joint Academy Days ein. Nicht nur die Politikberatung oder die, das Herantreten an die politischen Entscheidungsträger im engeren Sinne, sondern auch das Zugehen auf die Öffentlichkeit. Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ist ja seit 2008 die nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland. Sie bearbeitet unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Interessen wichtige gesellschaftliche Zukunftsthemen aus wissenschaftlicher Sicht, vermittelt die Ergebnisse der Politik, aber eben auch der Öffentlichkeit und vertritt die Themen national wie international. Und speziell zur Corona-Pandemie hat die Welt oder hat vieles von der Welt auf die Leopoldina geblickt. Die Leopoldina hat hier sehr früh eine klare Position eingenommen, 2020, 2021 10 Ad-Hoc-Stellungnahmen veröffentlicht und sich mit teils dramatischen Appellen eben an hier die Gesellschaft, an die Politik gewandt. Insgesamt haben mehr als 90 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den entsprechenden Fachrichtungen an diesen Veröffentlichungen teilgenommen, sich daran beteiligt. Es wurde eine konsequente Umsetzung von Schutzmaßnahmen eingemahnt. Für diesen Kurs wurde die Leopoldina sehr gelobt, sehr bewundert, aber natürlich auch heftig kritisiert. Und wir haben heute besprochen, dass Kritik sozusagen hier etwas ist, dem man sich stellen muss und mit dem man auch umgehen muss. Klar ist jedenfalls für uns alle, die Leopoldina ist ein Champion, wenn ich das so sagen darf, wenn Sie mir das Wort erlauben, der Wissenschaftskommunikation. Heute Morgen bei der Vorbesprechung haben wir bereits verschiedene Formate gehört, darunter etwa digitale Dossiers, virtuelle Panels und Fokusgruppen. Und die ÖAW freut sich, sich darüber austauschen zu können und auch von den Erfahrungen lernen zu können. Und in Österreich ist dies besonders wichtig, denn in der schon viel zitierten und vielleicht zu viel zitierten Eurobarometer-Umfrage rangiert Österreich bei der Einstellung seiner Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung regelmäßig auf den letzten Plätzen. Egal, ob es um den positiven Einfluss von Wissenschaft auf die Gesellschaft geht, drittletzter Platz, die Lust, etwas über Wissenschaft zu lernen, vorletzter Platz oder die Einschätzung bestimmter Charaktereigenschaften von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Intelligent, drittletzter Platz, kollaborativ, letzter Platz, ehrlich, vorletzter Platz. Das ist deprimierend. Die ÖAW hat 2022 mit einer Pilotstudie Wissenschaftsbarometer begonnen. Dies in der Überzeugung, dass man sich aufgrund der Ergebnisse dieser Eurobarometer-Studie nicht in eine medial kolportierte Wissenschaftsfeindlichkeit hineindrängen lässt. Das Eurobarometer ist etwas, was alle 10 Jahre erhoben wird, und die letzte Erhebung fand auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt statt. Sie war auch durch die Pandemie geprägt. Die ÖAW muss sich um Wissenschaftsskepsis kümmern und muss die Beschäftigung damit auf eine solide Basis stellen. Das heißt, die ÖAW wird ein solches Monitoring nicht nur alle paar Jahre, sondern eben kontinuierlich einmal im Jahr durchführen. Und die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers 2022 wurden im Dezember vorgestellt.
Ihnen zugrunde lag eine Befragung von 1500 Personen mit den wesentlichen Inhalten Vertrauen in die Wissenschaft, Vertrauen in die Wissenschaftler, Vertrauen in einzelne Disziplinen, Informationsbeschaffung über die Wissenschaft und Scientific Literacy, also das Wissen über konkrete wissenschaftliche Konzepte. Und dabei zeigte sich zum Beispiel, ein Drittel der Befragten vertraut der Wissenschaft wenig oder gar nicht. 37% sind der Ansicht, dass man sich mehr auf den Hausverstand, also den gesunden Menschenverstand, verlassen sollte als auf wissenschaftliche Studien. Dabei ist es natürlich schon problematisch, dass der gesunde Menschenverstand und Wissenschaft als Gegensatz begriffen werden, denn idealerweise sollte der gesunde Menschenverstand auf einem gesunden Maß an erworbenem menschlichem Wissen aufbauen. Die ÖAW hat eine ganze Reihe von Formaten, um hier Wissenschaft und das Wissen um Wissenschaft in die Bevölkerung hineinzutragen. Und dazu gehören natürlich unzählige öffentliche Veranstaltungen, wie auch diese heute, unzählige Vortragsveranstaltungen, aber auch einige Formate, die ich jetzt ganz kurz speziell nennen möchte. Seit 2018 schreibt die ÖAW beispielsweise öffentliche Preisfragen aus. Sie knüpft damit an eine lange Tradition von Wissenschaftsakademien an, die seit dem 18. Jahrhundert in dieser Form Antworten auf ungelöste wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragestellungen gesucht haben. Als Instrument und Medium partizipativer Wissenschaftskommunikation sind jetzt grundsätzlich alle Menschen eingeladen, auch über die Ländergrenzen hinweg übrigens, sich in Form von Essays an Antworten, um die Preisfrage zu versuchen. Damit will die ÖAW das allgemeine Interesse an Wissenschaft fördern und der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, sich zu wissenschaftlichen Fragestellungen niederschwellig einzubringen. Die Gewinnerbeiträge der letzten Preisfrage, thematisch ganz zur heutigen Veranstaltung passend, Fakt oder Fake, wie gehen wir mit Wissenschaftsskepsis um, wurden erst vor wenigen Tagen ausgewählt und in Kürze bekannt gegeben. Während sich die Preisfragen eher an ein erwachsenes Publikum richten, will die ÖAW mit Wissenschaftscomics Kinder und Jugendliche für Forschung begeistern. Das ist die Idee eines Wettbewerbs der Akademie, bei dem professionelle Comiczeichner und Zeichnerinnen ihre Geschichten einreichen können. Die prämierten Comics werden dann kostenlos an Schulen übermittelt. Bislang wurden 8 Hefte veröffentlicht, weitere 3 Hefte sind aktuell in der Produktion. Junge Menschen im Land zu fördern und die Zukunft an die Wissenschaft heranzuführen, junge Menschen, die hoffentlich auch bald Verantwortung in dieser Gesellschaft übernehmen werden, das ist das Ziel der nach den Vorbildern von Deutschland und der Schweiz gegründeten österreichischen Studienstiftung. Besonders talentierte Maturierende und junge motivierte Studierende sollen hier in ihrem Werdegang durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gefördert werden. Sie sollen unterstützt werden, sie sollen an die Wissenschaft herangeführt werden. Nach 3 Auswahlrunden zählt die österreichische Studienstiftung derzeit 256 Geförderte. Die 4. Auswahlrunde ist im Gange und bei der Auswahl achtet die ÖAW insbesondere auch darauf, sogenannte First Academics hier speziell anzusprechen. Noch früher als die Förderung junger Talente in der Studienstiftung setzt das Programm Akademie im Klassenzimmer an. Seit 2019 bringt die ÖAW hier mit dieser Young Science Initiative wissenschaftliche Themen in die Schulen. Die Idee dahinter, Schülerinnen über den Lehrplan hinaus mit wissenschaftlichen Themen und Methoden in Kontakt zu bringen und ihnen einen Raum für Fragestellungen an die Forschenden zu eröffnen. Und das soll weiter ausgebaut werden, möglicherweise eben hin zu einem Bildungskanal in Zusammenhang hier auch mit dem einschlägigen Ministerium. Ganz neue etablierte Formate beinhalten ein Stipendium, Forschung und Journalismus, denn ohne die Medien können wir die Inhalte nicht
in die Öffentlichkeit tragen vielfach. Die Ausschreibung wendet sich an alle in Österreich professionell tätigen Journalistinnen, die zu dem Thema Wissenschaft und Forschung arbeiten. Eingereicht werden können journalistische Projektvorschläge zu einem Forschungsthema oder Forschungsbereich, zu dem die ÖRW wissenschaftlich arbeitet. Die ÖRW möchte mit dieser Förderung insbesondere innovative wissenschaftsjournalistische Vorhaben unterstützen, die sich Themen widmen, die in der tagesaktuellen Berichterstattung weniger Berücksichtigung finden, natürlich in voller journalistischer Freiheit gestaltet. Schließlich in dem Format Wissenschaft trifft Journalismus, bei uns unter der Kurzbezeichnung Science Update geführt, wird je ein relevantes Thema, zum Beispiel Pandemien, Energiekrise, KI, behandelt. 2 bis 3 renommierte Forscherinnen informieren über den Stand der Forschung und Journalisten und Journalistinnen können Fragen stellen. Ziel ist, das Wissen der ÖRW einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und die Auseinandersetzung mit kritischen Fragen zu ermöglichen. Zusätzlich bietet die ÖRW im Rahmen eines Mentoring-Programms Medientrainings für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. Das hat natürlich auch eine Kehrseite. Vielfach wollen wir die jungen Forschenden ermutigen, hier in die Öffentlichkeit zu treten, aber sie erfahren dadurch gelegentlich auch Anfeindungen. Sie wissen vielfach nicht, wie sie mit sensiblen Themen umgehen müssen, wie etwa Klimawandel, wie etwa Impfen, wie etwa Migration. Und daher braucht es auch eine Begleitung über das Medientraining hinaus. Und die ÖRW bietet hier im Rahmen der Initiative Science Care Forschenden Unterstützung in der Krisenkommunikation, in rechtlichen Fragen oder, wenn es erforderlich ist, auch psychologische Hilfe. Wie Wissenschaftskommunikation in Zeiten der multiplen Krise funktionieren kann und funktionieren soll, werden wir in der Keynote des Präsidenten der Leopoldina, Professor Gerald Haug, näher erfahren. Und es ist mir jetzt eine besondere Ehre und Freude, diesen Sprecher vorstellen zu dürfen. Er war ja schon hier auf dem Podium, aber dennoch erlauben Sie mir ein paar Worte der Einführung. Gerald Haug habilitierte sich 2002 im Fach Geowissenschaften an der ETH Zürich. 2003 wurde er Professor an der Universität Potsdam und Leiter der Abteilung Klimadynamik und Sedimente am Deutschen Geoforschungszentrum. Im Jahr 2007 erhielt er den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis und wurde zum Professor für Klimageologie an die ETH Zürich berufen. Seit 2015 ist er ordentlicher Professor für Klimageochemie an der Eidgenössischen, an der ETH Zürich. Und seit 2015 Direktor der Abteilung Klimageochemie am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz und wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft. Seit 2020 steht er an der Spitze der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und in dieser Position haben wir ihn heute Morgen schon sprechen hören. Seine Forschungsschwerpunkte sind Klima und Mensch, Paläoklimatologie, Meeresgeologie und Paläo-Ozeanographie. Er erforscht die Entwicklung des Klimas der letzten Jahrtausende bis Jahrmillionen. Dafür untersucht er Sedimentkerne, die aus dem Grund von Ozeanen und Seen herausgebohrt werden. Die verschiedenen Sedimentschichten geben in ihrer chemischen Zusammensetzung Hinweise auf Klimabedingungen zu der Zeit, in der sich die jeweilige Schicht ablagerte. So rekonstruiert Haug historische Klimabedingungen und deren Veränderung. Bei der Erforschung der Untersuchung von Klimaveränderungen und Klimaschwellenwerten, vor allem aber im Hinblick auf die Dynamik des Klimasystems, spielen die Ergebnisse der Paläoklimaforschung eine zentrale Rolle. So konnten Haug und sein Team etwa nachweisen, dass eine stabilere physikalische Schichtung der Wasseroberfläche im subarktischen Nordpazifik sowie im Südozean um die Arktis die biologische Aktivität der Kältezeiten reduzierte. Die Fragen nach der Umkehrbarkeit solcher abrupter Klimaschwellenwerte sind bei schnell ansteigenden atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen und der damit einhergehenden globalen Erwärmung von erheblicher Bedeutung für die Abschätzung zukünftiger Klimaszenarien.
Gerald Haug untersucht zudem die Wechselwirkungen zwischen Klima und Kulturen. Aus Untersuchungen von Sedimentkernen vor der Küste Venezuelas gelang ihm etwa der Nachweis historischer Dürreperioden. Diese waren zeitlich korreliert mit dem Fall der Hochkultur der Maya. Auch für andere Regionen und andere Zeitalter fand Haug Hinweise auf Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die Geschichte, zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen abgeschwächten Monsunzeiten und dem Untergang mehrerer chinesischer Dynastien. Haug tritt als Akademiepräsident dafür ein, die Leopoldina als Ratgeberinstanz der Politik durch beschleunigte Klärungsprozesse und Stellungnahmen wirksamer ins Spiel zu bringen. Er setzt sich für den disziplinübergreifenden Dialog in und außerhalb der Wissenschaft ein und fördert Diskussionen über kontroverse Themen der Forschung. Dabei befasst er sich auch mit Formaten der Wissenschaftskommunikation. Und damit darf ich das Wort übergeben und freue mich auf Ihren Vortrag mit dem spannenden Titel Schneller, höher, weiter, Wissenschaftskommunikation in Zeiten der multiplen Krise. Herr Haug, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, sehr verehrte Frau Kollegin Wendehorst, für diese viel zu freundliche Einführung. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Fassmann, sehr geehrte Mitglieder der Österreichischen Akademie der Wissenschaften der Leopoldina, meine hochverehrten Damen und Herren. Wissenschaftsakademien sind Organisationen zur Förderung der Wissenschaftskommunikation. Seit dem 16. Jahrhundert entstanden in Europa Wissenschaftsakademien, um den Austausch unter ihren Mitgliedern über deren Forschungstätigkeit in immer größeren Netzwerken zu koordinieren und zu beschleunigen. Ergänzt wurde die Kommunikation unter Wissenschaftlern und noch wenigen Wissenschaftlerinnen, um den Transfer wissenschaftlicher Informationen in andere Bereiche der Gesellschaft. So ist die National Academy of Sciences während des amerikanischen Bürgerkriegs ausdrücklich mit dem Zweck gegründet worden, die politischen Entscheidungsgremien in Washington DC zu beraten. Mittlerweile verstehen sich Wissenschaftsakademien, wir haben das gehört, die oft eigene Forschungseinrichtungen unterhalten, auch als Dialogpartner einer Öffentlichkeit, die einerseits an den Ergebnissen der Wissenschaft und ihrer Anwendung interessiert ist, andererseits Befürchtungen hegt, dass bestimmte Erkenntnisse und Technologien negative Folgen für die Gesellschaft nach sich ziehen könnten. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften und die Leopoldina haben zu ihrem Joint Academy Day eingeladen, um über Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation zu sprechen, denen sie sich aktuell stellen muss. Bei der Charakterisierung unserer Gegenwart, wie schon gehört, fällt häufig der Begriff der multiplen Krise. Wir assoziieren mit diesem Begriff die Coronavirus-Pandemie samt ihrer sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Anspannung der gesamten geopolitischen Lage, die daraus entstandene Gefährdung einer stabilen und bezahlbaren Energieversorgung sowie all dies bedrohlich begleitend den Klimawandel und die sich verschärfende Auseinandersetzung um angemessene Maßnahmen gegen ihn. Als Geologe verschaffe ich mir gern eine erste Orientierung in einer solch unübersichtlichen Situation, indem ich die verschiedenen zeitlichen Horizonte betrachte, die für die Suche nach Lösungsstrategien eine Rolle spielen. Für die wichtigsten Fragen, mit denen sich die Wissenschaftsakademien beschäftigen, gilt,
Sie betreffen globale Entwicklungen, in denen, das ist mir ganz wichtig, kurz-, mittel- und langfristige Veränderungen wechselwirken. Ob die Leopoldina zur öffentlichen Debatte über dringliche Entscheidungen wie der Pandemie beiträgt, ob sie Entwicklungen wie die Digitalisierung analysiert, die über mehrere Jahrzehnte reichen, oder ob sie anfangs kaum merkliche Transformationen aufklärt, die sich wie der Klimawandel über Jahrzehnte bis Jahrhunderte abspielen. Wir müssen ein immer genaueres Sensorium dafür entwickeln, wie sich diese Zeithorizonte miteinander verflechten. Es gibt einen anderen, ebenfalls weit verbreiteten Begriff, der mit der Einsicht verknüpft ist, dass die Auswirkungen menschlichen Handels nur noch sinnvoll in der Verschränkung der Zeithorizonte zu verstehen sind. Das Anthropozän. Diese Bezeichnung für die gegenwärtige geologische Epoche wurde von dem Atmosphärenchemiker, Nobelpreisträger, Leopoldiner Ehrenmitglied und auch mein Max-Planck-Kollege in Mainz, Paul J. Grutzen, geprägt. Damit wollte Paul ausdrücken, dass die Menschheit zu einer sogar geologisch wirksamen planetarischen Umgestaltungskraft geworden ist. Die multiple Krise unserer Gegenwart macht diesen Gedanken für jeden alltäglich erfahrbar. Die Wissenschaft, so auch Paul Grutzens Hoffnung, kann die Dynamik des Anthropozäns aber nicht nur antreiben, sondern auch in einem gewissen Maße zu steuern helfen. Und vielleicht kurz abweichend vom Manuskript, Pauls zweite enorme Lebensleistung, das war ja der Nobelpreis dann für die Ozonchemie, das Montreal-Protokoll, ist ja nun wirklich einmal die Welt und die Atmosphäre gerettet. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Beispiele, dass das möglich ist, wenn die Menschheit ihre Potenziale entsprechend nutzt. Die Frage nach den Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation in Zeiten der multiplen Krise möchte ich in drei Schritten behandeln. Zuerst werde ich auf das vorherrschende öffentliche Meinungsbild über die Wissenschaft eingehen. Danach skizziere ich eine Erwartungshaltung gegenüber der Wissenschaftskommunikation, die ich für realistisch halte. Anschließend komme ich auf Potenziale der Wissenschaftskommunikation zu sprechen, die mir vor dem Hintergrund dieser realistischen Erwartungshaltung für besonders vielversprechend zu sein scheinen. Unter Wissenschaftskommunikation verstehe ich dabei im Folgenden nicht die Kommunikation unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, einschließlich seiner speziellen Ausgestaltung in der wissenschaftsbasierten Politikberatung, mit der sich eben auch unsere Wiener Thesen befassen. Meine Damen und Herren, kommen wir als Erstes zur Diagnose. Welches öffentliche Bild gibt die Wissenschaft in Zeiten der multiplen Krise ab? Die Coronavirus-Pandemie und ihre Eindämmung haben eindringlich gezeigt, von welch existenzieller Bedeutung ein gut funktionierendes Wissenschaftssystem für eine Gesellschaft ist und wie wichtig es ist, durch breit aufgestellte Forschung für künftige Krisen und Probleme gerüstet zu sein. Ich nenne hier beispielhaft die überaus schnelle Neuentwicklung von Impfstoffen. Christoph Huber kann heute leider nicht da sein. Er ist sicherlich jetzt auch als Wiener, als Österreicher die entscheidende Persönlichkeit gewesen, die das vorangetrieben hat, basierend auf 20 Jahren Grundlagenforschung. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Nur mit einem sehr gut ausgebauten und krisenresistenten Wissenschaftssystem können hochentwickelte Industriegesellschaften wie Österreich und Deutschland eine multiple Krise nicht bloß verkraften, sondern auch die Anreize nutzen,
die sie für Innovation setzt. Die Wissenschaft nahm in der Coronavirus-Pandemie zudem die Funktion einer von Politik und auch Medien gesuchten Ratgeberin wahr. Darin zeigt sich, dass gerade im gesamtgesellschaftlichen Krisen wissenschaftsbasierte Analysen und Handlungsoptionen, deren Urheber von politischen und wirtschaftlichen Einzelinteressen unabhängig sind, einen zentralen Beitrag zu rational nachvollziehbaren und damit konsensfähigen staatlichen Entscheidungen leisten können. In ihrer Funktion als Beraterin musste die Wissenschaft ihr Tempo gleichfalls deutlich beschleunigen. So hat die Leopoldina während der Coronavirus-Pandemie eine Reihe von Ad-hoc-Stellungnahmen zur jeweils aktuellen Situation vorgelegt, sowie zahlreiche weitere Stellungnahmen zu mittel- und langfristigen Aspekten der Pandemie erarbeitet. Wir gehen davon aus, dass in Zeiten der multiplen Krise dauerhaft großer Bedarf an raschen Beratungsprozessen besteht und eine kontinuierlich bestehende Beratungsinfrastruktur für die kurzfristige Erarbeitung von Analysen und Handlungsoptionen notwendig ist. Um schneller als bisher auf gesellschaftliche Herausforderungen reagieren zu können, hat die Leopoldina daher sogenannte Fokusgruppen, sie wurden schon erwähnt, eingerichtet. Sie beachten ständig die Entwicklung in ihrem jeweiligen Themengebiet, etwa Klima und Energie. Lieber Christoph Schmidt, Christoph, dir ganz herzlichen Dank für den Aufschlag gestern Nacht dann noch. Das ist wirklich harte Arbeit und verlangt ganz viel und intensives Engagement unserer Mitglieder, aber auch der Geschäftsstelle, die das entsprechend begleiten, um eben aktuelle Beratungsbedarfe zu identifizieren und gegebenenfalls auch unter Einbeziehung weiterer Expertinnen und Experten kurzfristig Positionspapiere zu verfassen. Und kurzfristig kann eben auch mal heißen, binnen von wenigen Wochen oder in Notsituationen, wenn der Vorstandsvorsitzende der Charité sagt, in Berlin gibt es jetzt noch ein Intensivbeatmungsbett, vielleicht auch mal wenigen Tagen. Diese Beschleunigung der Wissenschaft in Forschung und Beratung stieß während der Pandemie auf eine sich verhärtende antiwissenschaftliche Einstellung, wie sie zumindest in Bezug auf bestimmte Fachdisziplinen, Forschungsmethoden und darauf basierende Technologien schon vor der Pandemie verbreitet gewesen ist. Denken Sie, hatten wir heute Morgen intensiv darüber gesprochen, zum Beispiel oder auch insbesondere an die Gentechnik, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich auf eine breite öffentliche Ablehnung stößt, wobei meinungsprägende Akteure in der Politik diese Haltung eher gefördert als bekämpft haben. Herr Fassmann, Sie haben in dieser Hinsicht vollkommen zu Recht eine von oben verordnete Wissenschaftsskepsis beklagt. Mein Vorgänger im Amt des Leopoldina-Präsidenten, der Mikrobiologe Jörg Hacker, schrieb 2017 in einem Artikel zur Wissenschaftskommunikation, ich zitiere, welche Erfolgsaussichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, wenn sie über das potenzielle Risiko und den möglichen Nutzen ihrer Erkenntnisse für eine breite Öffentlichkeit berichten, hängt ganz wesentlich von ihren Gesprächspartnern ab. Betrachten Sie wissenschaftliche Aussagen als empirisch bewährte Informationen, die Sie bei der Suche nach Lösungen für Ihre Probleme voranbringen können. Die Entwicklungen in den vergangenen Monaten machen klar, dass eine positive Antwort auf diese Frage nichts weniger als selbstverständlich ist. Ein um sich greifender Generalverdacht gegen die Expertise, die Relativierung unliebsamer Tatsachenfeststellungen als bloße Meinungsäußerung und die gezielte Polarisierung der politischen Debatte, das sind Tendenzen,
die der sachlichen Kommunikation über Wissenschaft entgegenwirken. Zitat Ende. Zugleich waren die Jörg Kacker damals schon davor, diese Situation seitens der Wissenschaft als Indiz für den Beginn des sogenannten postfaktischen Zeitalters zu betrachten. Die Rede vom postfaktischen Zeitalter, so Jörg Kacker, beruhte nicht nur auf einem geschönten Bild öffentlicher Debatten im 20. Jahrhundert. Wer vom postfaktischen Zeitalter rede, habe es darüber hinaus resigniert hingenommen, dass die Wissenschaft auf verlorenen Posten stehe und würde wider Willen denen in die Hände spielen, die wissenschaftliches Wissen als wesentliche Informationsquelle für Öffentlichkeit und Politik delegitimieren wollten. Ich schließe mich der Ansicht Jörg Hackers an. Die Meinungsumfragen, die seit 2014 in Deutschland durch Wissenschaft im Dialog regelmäßig und letztes Jahr erstmals in Österreich durch die ÖAW durchgeführt worden sind, zeigen nämlich ein differenzierteres Bild, als die Rede vom postfaktischen Zeitalter suggeriert. Ich möchte kurz einige Ergebnisse des jüngsten deutschen Wissenschaftsbarometers vorstellen und hoffe, dass in der Podiumsdiskussion nach der Pause die Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich thematisiert werden. Im deutschen Wissenschaftsbarometer belegen ein kontinuierlich hohes Vertrauen in die Wissenschaft. Im Jahr 2020 äußerten 60% der Befragten, dass sie Wissenschaft und Forschung eher oder gar voll und ganz vertrauen. 2021 waren dies 61%, 2022 noch mal 1% mehr, also 62%. Das sind Umfragewerte, die um die 10% über denjenigen in den vorpandemischen Jahren liegen. Begründet wird dieses Vertrauen mit der Expertise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 67% der Befragten, mit dem regelgeleiteten und an Standards orientierten wissenschaftlichen Arbeiten, 60% der Befragten, und mit der Orientierung der Forscherinnen und Forscher am öffentlichen Interesse, 49%. Dementsprechend meinten 50% der Befragten, dass im Falle einer notwendigen Verminderung der Staatsausgaben die Ausgaben für Forschung nicht gekürzt werden sollten. Für 44% sollte eine solche Kürzung nur im gleichen Verhältnis wie in anderen Bereichen erfolgen. Letztlich waren nur 5% der Meinung, dass die Forschung zu den ersten Einsparkandidaten zählen sollten. Und das stimmt doch durchaus optimistisch. 69% der Befragten haben sich dafür ausgesprochen, dass politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten. Noch einmal 10% mehr, also 79% der Befragten stimmten der Aussage eher oder gar voll und ganz zu, dass Wissenschaftler sich öffentlich äußern sollten, wenn politische Entscheidungen Forschungsergebnisse gar nicht berücksichtigen. Doch wenn 50% der Befragten es nicht als Aufgabe der Wissenschaft sahen, sich in die Politik einzumischen, dann ist diese Information für mich nicht wirklich hilfreich. Was heißt einmischen? Hier stoßen wir an eine analytische Grenze solcher repräsentativen Umfragen und wir müssen trotz der verbliebenen Unklarheit mit eigenen strategischen Überlegungen über die Ziele und Methoden der Wissenschaftskommunikation beginnen. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund des gerade grob nachgezeichneten Bildes der Wissenschaft in der öffentlichen Meinung möchte ich nun die Erwartung beschreiben, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler realistisch an die Wissenschaftskommunikation richten sollten. Mein Eindruck ist, dass die meisten Repräsentantinnen und Repräsentanten des Wissenschaftssystems, wie auch zahlreiche Wissenschaftspolitikerinnen und Politiker, von der Wissenschaftskommunikation außerordentlich viel erwarten.
Denn wenn die Bedeutung der Wissenschaft für die Gesellschaft so hoch ist, wie wir es zu Recht unterstreichen, müsste sich das öffentliche Interesse doch in einem hohen Maße auf sie richten. Jedes Desinteresse an der Wissenschaft erscheint dann auch eigentlich durch mehr und bessere Wissenschaftskommunikation als ein behebbares Defizit. Und zwar als ein möglichst schnell zu behebendes Defizit, weil gerade in Zeiten der multiplen Krise ein Desinteresse an Wissenschaft als Frühstadium von Wissenschaftsskepsis gedeutet wird. Wissenschaftskommunikation wird so zu einer auf Dauer gestellten Krisenkommunikation. Wir werden von ja unentwegt fordern, dem Motto der modernen Olympischen Spiele zu folgen. Citius, altius, fortius, was wir im Deutschen meist als eben schneller, höher, weiter übersetzen. Das könnte beispielsweise heißen, unsere Pressestellen sollen über Forschungsergebnisse schon berichten, bevor das Peer Review für ihre Veröffentlichung abgeschlossen ist. Ein aussagekräftiges Maß für die Reputation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sollte die Anzahl der Follower in sozialen Medien sein. Forscherinnen und Forscher sollten insgeheim ermuntert werden, ihre Resultate möglichst offensiv zu interpretieren, damit sie auch in landesweit ausgestrahlten Nachrichtensendungen Beachtung finden. Wir sind gut daran beraten, präziser zu fassen, was wir eigentlich meinen, wenn wir erwarten, dass die gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaft und das öffentliche Interesse an ihr korrelieren sollten. Hier möchte ich mich auf einen hellsichtigen Analytiker der modernen Gesellschaft beziehen, auf den Herr Fassmann in seinen Begrüßungsworten bereits Bezug genommen hat. Es handelt sich um Max Weber und seinen Vortrag Wissenschaft als Beruf, den er 1917 gehalten hat. Er beschreibt darin den Prozess der Rationalisierung, den unsere Industriegesellschaften vor allem infolge des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts durchlaufen haben. Und er unterstreicht nachdrücklich, ich zitiere, die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern sie bedeutet etwas anderes. Das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen kann. Das bedeutet aber die Entzauberung der Welt. Zitat Ende. Für Max Weber entspricht also der hohen gesellschaftlichen Relevanz der Wissenschaft keineswegs ein entsprechend hohes, dauerhaftes Interesse der Öffentlichkeit an Wissenschaft im Sinne von wissenschaftlichen Kenntnissen. Diese Einschätzung ist meiner Ansicht nach heutzutage noch zutreffender als zu Webers Zeiten. Denn die Wissenschaftssysteme unserer Gesellschaften haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Wachstumsprozess durchlaufen, der zahlreiche qualitative Folgen nach sich zieht. So differenziert es sich thematisch und institutionell immer mehr. Eine steigende Anzahl von Subdisziplinen und Wissenschaftseinrichtungen verstärkt aber die Kommunikationsschwierigkeiten im Inneren des Wissenschaftssystems wie nach außen in die Gesellschaft hinein. Mit Max Weber formuliert, angesichts der rasant
voranschreitenden Entzauberung der Welt wächst die Schere zwischen dem, was wir als einzelne Bürgerinnen und Bürger aufgrund des aktuellen Forschungsstands an wissenschaftlichen Kenntnissen über unsere Lebensbedingungen haben können und dem, was jeder und jede Einzelne von uns tatsächlich an wissenschaftlichen Kenntnissen haben. Umso wichtiger wird, um Weber nochmals zu zitieren, das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte. Auf dieses Wissen und dieses Vertrauen kommt es meiner Ansicht nach dann an, wenn wir realistisch darüber sprechen wollen, was Wissenschaftskommunikation leisten soll. Meine Damen und Herren, zum Abschluss möchte ich auf einige aus meiner Sicht wichtige Ideen zur Weiterentwicklung einer realistischen Wissenschaftskommunikation hinweisen, die schon vor der Pandemie zur Diskussion gestellt worden sind, aber vermutlich erst postpandemisch umfassend aufgegriffen werden können. Hiermit beziehe ich mich auf den 10-Punkte-Plan zur Wissenschaftskommunikation, den die Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen zur Wissenschaftskommunikation im Mai 2020 veröffentlicht hat. Zu dieser Allianz gehören neben der Hochschulrektorenkonferenz und den vier großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, also der Max-Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft, auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Wissenschaftsrat, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, der DARD und die Leopoldina. Gemeinsam nehmen die Mitglieder der Allianz zu Fragen der Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung, der strukturellen Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems, vor allem Deutschlands Stellung, in diesem Jahr unter Federführung der Leopoldina. Alle Punkte des 10-Punkte-Plans, der eine Vereinbarung zur Entwicklung der Kommunikation der Allianz und ihrer Mitglieder darstellt, kann ich aus Zeitgründen und auch offensichtlich nicht erörtern. Ich möchte Ihnen zumindest vier, die mir besonders wichtig erscheinen, kurz vorstellen. Erstens, die Arbeitsteilung zwischen den großen Organisationen im Wissenschaftssystem sollte sich in ihrer Wissenschaftskommunikation widerspiegeln, damit sie personelle und finanzielle Ressourcen dort einsetzen, wo ihre wissenschaftliche Kompetenz am stärksten ist. Wissenschaftsakademien sind meiner Ansicht nach für die umfassend und langfristig angelegte Kommunikation über generelle Fragen der Wissenschaft prädestiniert. Daher halte ich aus Leopoldina-Perspektive den zweiten Allianzpunkt für sehr wichtig. Er lautet, ich zitiere, die Mitglieder der Allianz machen noch stärker deutlich, wie sich der wissenschaftliche Erkenntnisprozess vollzieht, welche Rolle die Wissenschaftsfreiheit spielt, was Vorläufigkeit und Vielstimmigkeit in der Wissenschaft besagen und welche Menschen hinter Wissenschaft und Forschung stehen. Damit werben sie für mehr Verständnis für die Prozesse, Bedingungen, Notwendigkeiten und Grenzen von Wissenschaft. Diese Themen sollten nicht nur den Gegenstand von wissenschaftstheoretischen Seminaren an philosophischen Fakultäten bilden. Denn sie umfassen das, was wir den kognitiven Kern des Vertrauens in die Wissenschaft nennen könnten. In der Aus- und Weiterbildung dieses Kerns sollte ein langfristiges Ziel in der Wissenschaftskommunikation unserer Wissenschaftsakademien liegen. Der nächste Punkt, den ich aus dem Allianzplan hervorheben möchte, betrifft kein Themengebiet der Wissenschaftskommunikation, sondern die Perspektive, von der aus kommuniziert wird. Das heißt unter Punkt 3, zitiere, die Mitglieder der Allianz werden auch angesichts eines enormen Wettbewerbs um Aufmerksamkeit die Empfängerperspektive stärker berücksichtigen und mit ihrer Kommunikation an die jeweiligen Lebenswelten anknüpfen. Sie werden Formate und Instrumente entsprechend weiterentwickeln und umsetzen. Ganz intensiver Punkt unserer Diskussion heute Vormittag, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Bei der Weiterentwicklung der Wissenschaftskommunikation darf es also nicht
um ein bloßes Mehr an Kommunikation für ein unbestimmtes Publikum gehen, sondern um die differenziertere Ansprache unterschiedlicher Adressatengruppen. Bei der inflationsbereinigt gleich gebliebenen, wenn nicht gar sinkenden finanziellen Ressourcen heißt es, dass jede Wissenschaftsorganisation in Abhängigkeit von ihrer Mission gewichten muss, welche Empfänger sie vorrangig mit ihren Kommunikationsaktivitäten ansprechen will. Es ist übrigens auch in der wissenschaftsbasierten Beratung eine unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit beispielsweise einer Stellungnahme. Immer. An wen schreiben wir die Stellungnahme? Und sich da schon vom ersten Satz an ein Bild vor Augen zu führen, ist einfach in der gesamten Pandemie, aber auch sonst zentral gewesen. Die differenzierte Ansprache unterschiedlicher Adressatengruppen muss nicht gleichbedeutend sein mit der Vernachlässigung von Wissenschaftskommunikation, die auf eine größere Reichweite zielt. Auch die sogenannte breite Öffentlichkeit ist gewissermaßen eine spezielle Adressatengruppe, die mit spezifischen Formaten über bestimmte Medien angesprochen werden muss. Hierzu heißt es in Punkt 4 des Allianzplans, ich zitiere, die Mitglieder der Allianz werden auf eine stärkere Präsenz von Wissenschaft in audiovisuellen Medien und fiktionalen Formaten setzen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Zitat Ende. Im aktuellen Wissenschaftsbarometer der ÖAW haben 49% der Befragten der Aussage zugestimmt, dass sie sehr häufig oder häufig Filme oder Serien anschauen, in denen es auch um Wissenschaft und Forschung geht. Ich vermute, dass sich hier die Nerds mit denen mischen, die vielleicht eher seltener Science Slams besuchen oder Wissenschaftsblog lesen. Und ich vermute auch, dass die Lektüre von Science Fiction auf das Wissenschaftsverständnis vieler Schülerinnen und Schüler weiterhin einen starken Einfluss ausübt, auch wenn dies durch repräsentative Umfragen nur schwer belegt werden kann. Um audiovisuelle Medien und fiktionale Formate für die Wissenschaftskommunikation erfolgreich zu nutzen, bedarf es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den experimentellen Geist der Forschung auf ihr Engagement in der Wissenschaftskommunikation anwenden. Wissenschaftsakademien können hier zentrale Brückenbauer sein. So nimmt die Royal Society Filmemacher wie David Attenborough und Schriftsteller wie Bill Bryson als Honorary Fellows auf. Die Leopoldina kooperiert mit dem Silbersalz Festival für Wissenschaft und Medien und ich bin sicher, dass die ÖAW ähnliche Aktivitäten unterstützt. Für neue Ideen sollten wir im Bereich zwischen Wissenschaft, Film und Literatur besonders offen sein. Meine Damen und Herren, ich habe meinen Vortrag mit der These begonnen, dass Wissenschaftsakademien Organisationen zur Förderung der Wissenschaftskommunikation sind. Und am Ende bin ich bei Science Fiction gelandet. Ich hoffe, dass Ihnen meine Ausführungen über die Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation im Zeitalter der multiplen Krise dennoch nicht wie pure Fiktion oder bloße Zukunftsmusik vorgekommen sind. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, wird der heutige Joint Academy dazu beitragen, dass der 10. Punkt des von mir zitierten Allianzplans keine Zukunftsmusik bleibt. Er lautet, die Mitglieder der Allianz intensivieren den nationalen und internationalen Austausch zu Forschung und Best Practice in der Wissenschaftskommunikation. Darüber hinaus beziehen Sie internationale Entwicklungen und Perspektiven in Ihre Kommunikation ein. Zitat Ende. Unser österreichisch-deutsches Gespräch über Wissenschaftskommunikation könnte und ist ein wunderbarer Kristallisationskeim für diesen internationalen Austausch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, haben Sie herzlichen Dank, Herr Präsident Haug, für dieses enorm nuancierte und scharfsinnige Bild, was Sie gezeichnet haben. Ich glaube, es würde uns alle jetzt sehr zur Diskussion anregen. Wir würden am liebsten jetzt sofort miteinander ins Gespräch kommen über Entzauberung der Welt, über den Druck, immer schneller, immer vereinfachter zu kommunizieren, über die Rolle von Science Fiction für die Wissenschaftsakademien, vielleicht aber auch über die Interpretation von Prozentsätzen. Allein das Programm erlaubt es jetzt nicht, sondern gebietet mir, Sie auf eine Kaffeepause nach unten in die Aula zu schicken. Wir sind ein bisschen verspätet. Ich hoffe, dass wir dennoch vielleicht um 3:15 uns hier wieder einfinden können und dann auch später Gelegenheit haben, die viele Gedanken, die Präsident Haug jetzt eben hier präsentiert hat, in der Podiumsdiskussion, die von Klassenpräsident Baum-Johann geleitet wird, und dann aber auch in der Q&A-Runde, in der Publikumsdiskussion zu vertiefen. In diesem Sinne noch einmal sehr, sehr herzlichen Dank, und ich darf Sie in die Kaffeepause bitten, einen Stock tiefer.